Sei nicht so nervös. Sei nicht so nervös. Bukvalno budi, ne, tako nervozan, nemoj biti tako nervozan. Znači, sei je imperativ od glagola sein, biti. Budi, sei. Sei geduldig, zum Beispiel. Budi strpljiv. Sei geduldig. Budi strpljiv. Und sei nicht so nervös. I nemoj biti tako nervozan. Sei geduldig, sei nicht so nervös. Ich bin nervös, weil ich eine Prüfung habe. Ich bin nervös, weil ich eine Prüfung habe. Ja sam nervozan jer ja jedan ispit imam. Znači rečenica sa weil. Glagol na kraju, tako. Ich habe eine Prüfung, ich habe eine Prüfung, ich bin nervös. Dve proste rečenice složimo. Spojimo u složenu rečenicu sa veznikom weil. Ich bin nervös, weil ich eine Prüfung habe. Wir sind seit fast einer Stunde weg. Wir sind seit fast einer Stunde weg. Wir sind weg. Znači, negde smo, nismo kod kuće, otišli smo negde. Već skoro sat vremena. Znači, seit einer Stunde bi značilo od pre sat vremena. Seit fast einer Stunde, od pre skoro sat vremena. Znači fast znači skoro. I seit znači od pre, traži dativ i zato imamo ovo r ovde. Zato što je Stunde ženskog roda. Eine Stunde, ali seit einer Stunde. Seit einer Stunde sind wir weg. Die Leute sind nervös, weil es heiß ist. Die Leute sind nervös, weil es heiß ist. Dakle, još jednom, kao malo pre. Dakle, dve jednostavne proste rečenice. Die Leute sind nervös, es ist heiß. Spojimo zajedno s vezikom weil. Die Leute sind nervös, weil es heiß ist. I glagol na kraju. Weil es heiß ist. Sie ist nervös, wenn sie hungrig ist. Sie ist nervös, sie ist hungrig. Sie ist nervös, wenn sie hungrig ist. Sada imamo wenn, kada je gladna, ona je nervozna. A možemo da kažemo da je nervozna jer je gladna. Sie ist nervös, weil sie hungrig ist. Dakle, ista je situacija svejedno, da li je weil veznik, da li je wein, glagol je na kraju. Sie ist nervös, wenn sie hungrig ist. Ili, sie ist nervös, weil sie hungrig ist. Sedam, du bist nervös. Ist diese deine erste Prüfung? Sei nicht nervös. Nemoj biti nervosan. Sei nicht nervös. Du bist nervös. Ti si nervosan. Ist diese Prüfung deine erste Prüfung? Da li ovo tvoj prvi ispit? Ist diese deine erste Prüfung? Neues Land, neues Leben. Nova zemlja, novi život. Neues Land, neues Leben. Das Land, das Leben. Imenica srednjeg roda. I pride u nominativu dobio S zbog das, neues. Das Land, neues Land, neues Leben. Niemand hat mir davon erzählt. Niemand hat mir davon erzählt. Niko meni o tome nije pričao. Niemand hat mir davon erzählt. Er wartet unten im Auto. Er wartet unten im Auto. On čeka dole, u auto. Er wartet, wo wartet er? Er wartet unten. Er ist im Auto. Znači, u dativu. Das Auto, wo ist er? Er ist in dem Auto, odnosno im Auto.
Erwartet unten im Auto. Wir treffen uns in 5 Minuten unten. Wir sehen alle 5 Minuten dort. Wir treffen uns in 5 Minuten unten. Dakle, za 5 Minuten se kaže in 5 Minuten. Nije für ili nešto drugo, već je predlog in. Wir treffen uns in 5 Minuten unten. Sie bleibt in ihrem Zimmer. Sie bleibt in ihrem Zimmer. Ona ostaje u svojoj sobi. Ihr Zimmer, njena soba. In ihrem Zimmer, u njenoj, u svojoj sobi. Dakle, u pitanju je dativ srednjeg roda, kao auto, im auto, im Zimmer. Samo što ovdje nemamo im, nego imamo određenoj sobi u njenoj. Znači, in ihrem Zimmer. Sie müssen heute zu meiner Party kommen. Sie müssen heute zu meiner Party kommen. Vi morate danas da dođete na moju zabavu. Ili oni moraju danas da dođu. Znači, sie ovo na početku može značiti oni. Ili vi persiranje. Müssen heute zu meiner Party kommen. A da bi bila ona, onda moramo da promenimo glagol müssen u muss. Sie muss heute zu meiner Party kommen. Jednina. Sie müssen heute zu meiner Party kommen, Jena. Das Weiße war vielleicht hübscher als das Gelbe. Nešto, ne znam šta. Recimo, das Weiße Hemd war vielleicht hübscher als das Gelbe Hemd. Znači, bela je bila možda lepša od žute, očigledno neki deo, nešto što je srednjeg roda, ne mora odeća. Nešto, knjiga. Ali svakako nešto što je das. Das Weiße war vielleicht hübscher als das Gelbe. Sehe ich hübsch aus? Izgledam li lepo? Aussehen, izgledati. Sehe ich hübsch aus? Sehe ich schön aus? Sehe ich toll aus? Ja, du siehst hübsch aus. Du siehst hübsch aus. Meine gute Tat für heute. Moje dobro delo za danas. Meine gute Tat für heute. Wir möchten gern etwas sagen. Mi bismo rado želeli nešto da kažemo. Wir möchten gerne etwas sagen. Wir möchten gerne etwas sagen. Dann hör auf, daran zu denken. Dann hör auf, daran zu denken. So, aufhören je prestati. Onda prestani na to da misliš. Denken an, daran. Dann hör auf, daran zu denken. Hör auf, daran zu denken. Genau das habe ich mir gedacht. Genau das habe ich mir gedacht. Upravo to sam ja pomislio. Genau das habe ich mir gedacht. Und nennt mich nicht Boss oder nennt mich nicht Chef. Ne zove me Chefe. Nennen, nennen, glagol. Nennt mich nicht Boss. Ne zovi te, ovo je vi, nennt, zbog t. Nene mich nicht Boss bi bilo ti, a nennt mich nicht Boss je vi, množina. Magst du deinen Job nicht? Magst du deinen Job nicht? Zar ti ne voliš svoj posao? Magst du deinen Job? Voliš li svoj posao? Magst du deinen Job nicht? Ne voliš li svoj posao? Darüber denke ich morgen nach. Nachdenken, razmisliti. Darüber denke ich morgen nach. Sutra ću o tome da razmišljam. Darüber denke ich morgen nach. Erzählt uns eure Geschichte. Evo opet taj imperativ, nennt, erzählt, drugog lica množine. Ispričajte vi nama, a vidimo da je vi množina zbog ovo eure Geschichte, vašu priču. Erzählt uns eure Geschichte.
Ispričaj nam ti tvoju priču. Erzähle uns deine Geschichte oder erzähl uns deine Geschichte. Im Persieren erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Wasch. Jede Nacht ein Fest, svake noći zabava, jede Nacht ein Fest. Er wollte sich entschuldigen, on je želeo da se izvini. Er will sich entschuldigen, želi da se izvini. Wollte, Präterit od wollen. Er wollte sich entschuldigen. Er wollte einen Anzug anziehen, aber er hatte keinen. Er wollte einen Anzug anziehen, aber er hatte keinen Anzug. Znači, želeo je, ali nije imao da obuče odelo. Dva preterita od wollen i haben. Er wollte einen Anzug anziehen, Akkusativ muškog roda. Er wollte einen Anzug anziehen, aber er hatte keinen, ali nije imao nijeden. Er hatte keinen. Wir haben mit Marco gesprochen, aber er wollte nicht viel sagen. Wir haben mit Marco gesprochen, aber er wollte nicht viel sagen. Mi smo želeli sa Markom da razgovaramo, ali on nije želeo puno da kaže. Wir haben mit Marco gesprochen, aber er wollte nicht viel sagen. Heute ist er in mein Geschäft gekommen. Heute ist er in mein Geschäft gekommen. Das Geschäft, ja. Srednjeg roda je ovdje akuzativ. Mein Geschäft. Ne menja se u odnosu na nominativ. Mein Geschäft ist im Stadtzentrum. Er ist in mein Geschäft gekommen. Znači, akuzativ i nominativ. Mein Geschäft. Was läuft da zwischen euch beiden? Šta se to dešava između vas dvoje? Was läuft da zwischen euch beiden? Es ist zwischen der Wand und dem Bett. Znači, nešto se nalazi. Wo? Zwischen der Wand und dem Bett. Dakle, vidimo die Wand und das Bett su u pitanju. Die Wand, zid, das Bett, krevet i u dativu, pošto odgovaramo na pitanje wo. Wo ist das? Es ist zwischen der Wand und dem Bett. Sie bleibt in Kontakt mit ihm. Ona ostaje u kontaktu sa njim. Sie bleibt in Kontakt mit ihm. Das Museum ist nicht offen. Muzej nije otvoren. Das Museum ist nicht offen. Sie lässt mich keine Freunde haben. Ona ne dozvoljava meni da imam prijatelje. Lassen, glagol lassen. Ich lasse, du lässt, sie lässt. Nepravilan. Meinst du das im Ernst? Da li to ozbiljno misliš? Govoriš, meinst du das im Ernst? Jeden Tag ein neues Geschenk. Svaki dan novi poklon. Jeden Tag ein neues Geschenk. Keine Sorge wegen deiner Arbeit. Ne brini zbog posla. Keine Sorgen oder Sorge wegen deiner Arbeit. Wir haben lange genug gewartet. Čekali smo dovoljno dugo. Wir haben lange genug gewartet. Kennst du deinen eigenen Sohn nicht? Kennst du deinen eigenen Sohn nicht? Dakle, dann sad ne poznaješ svog sobstvenog sina. Koga? Šta? Akuzativ muškog roda. Deinen Sohn. Kennst du deinen eigenen Sohn nicht? Am besten du sagst ihr die Wahrheit. Am besten du sagst ja die Wahrheit. Najbolje ti kažeš njoj istinu. Am besten. Možemo reći am besten du i das du ihr die Wahrheit sagst. A bez das onda am besten du sagst ihr die Wahrheit. Danke, dass du mein Freund bist. Hvala ti što si mi prijatelj. Danke, dass du mein Freund bist. Wir müssen Glauben haben, moramo imati vere.
Wir müssen Glauben haben. Warum siehst du mich so an? Zašto me tako gledaš? Warum siehst du mich so an? Ansehen. Fühlst du dich jetzt besser? Osjećaš li se sada bolje? Fühlst du dich jetzt besser? Fühlst du dich wohl? Da li se osjećaš dobro? Fühlst du dich wohl? Er arbeitet von morgens bis abends. On radi od jutra do mraka. Er arbeitet von morgens bis abends. Ich habe gerade kein Geld. Trenutno nemam novca. Ich habe gerade kein Geld. Beginnt der Film pünktlich? Da li film počinje tačno na vreme? Beginnt der Film pünktlich? Er kauft eine Flasche Wein. Und kupuje flašu vina. Er kauft eine Flasche Wein. Wie war der Test? Kako je bio na testu? Wie war der Test? Du kannst dich hier nicht umdrehen. Ovde se ne možeš okrenuti. Du kannst dich hier nicht umdrehen. Umdrehen, okrenuti. Und das ist alles für heute. Vidimo se. Tschüss.